Das Fell-Niven A1, das ist ein Klassiker in der Survival-Szene. Und dieses Messer habe ich schon sehr, sehr, sehr lange in Besitz und im Einsatz. Wenn du wissen willst, was es kann und was meine Meinung ist und ob das auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rostfunk vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, das A1. Und dieses Messer, ich weiß gar nicht, wie lange das schon habe. Jahre. Jetzt haben wir 2020. 5 Jahre, 6 Jahre. Ganz sicher. 2013 kann ich mir erinnern, dass ich mit in Liebe mit Fell-Niven gegangen bin. Also sowas, 2013, 2014, so lange habe ich dieses Messer hier, dieses A1 schon. Und ich kann dir nur eines sagen, es ist ein Allround-Messer. Ich rede hier nicht von der Pro-Serie, sondern ich rede vom klassischen A1. Und das ist halt ein großer Prügel und der ist auch relativ schwer und hat halt seine Vor- und seine Nachteile. Und bei diesem Messer, was mir gleich von Anfang an gefallen hat, ist, dass es, obwohl es groß ist, man trotzdem damit auch Schnitzarbeiten machen kann. Und ich habe schon in vielen Videos erklärt, warum für Survival und Bushcraft Schnitzen so relevant ist. Und wie gesagt, ich meine, es ist ein absolut tolles Teil, um eben auch etwas herzustellen. Das heißt, du hast ein Allround-Messer in der Hand. Das Gewicht, das ist halt der Nachteil. Also das ist jetzt vielleicht nichts für den Everyday Carry, das ist nichts für das EDC, sondern das ist etwas, wenn ich sage, okay, ich will jetzt rausgehen oder ich bin jetzt draußen und möchte irgendetwas machen, weiß ich nicht, Bushcraftiges, und deswegen brauche ich ein fettes Messer. Bei Bushcraftern ist es teilweise gar nicht so beliebt, wegen dem Griffmaterial. Die stehen eher, ich meine, ich bin auch ein Bushcrafter, aber ich sage das jetzt mal so, viele stehen da eher auf Holzmaterialien. Aber da muss ich halt dazu sagen, eigentlich ist es ein Überlebensmesser, ein Überlebenswerkzeug. Was meine ich damit? Ich mache dieses Video jetzt zu einem Zeitpunkt, wir sind ja Ende März und es ist hier jetzt Schnee, hast du ja eh schon gesehen. Und da ist es so, dass es kalt ist. es braucht keinen Schnee, um kalt zu sein, aber es ist jetzt kalt. Und da bin ich immer glücklich und zufrieden, wenn ich ein Messer habe, wo nirgends Stahl raussteht beim Griffmaterial. Und dieses, ich glaube, Thermorun heißt das. Das ist auch bei Kälte echt super. Liegt auch schön in der Hand, da kann man auch ein bisschen schwitzigere Hände haben. Das ist alles gut, das ist alles schön. Und ich glaube, ich habe jetzt gezeigt, dass man mal gut damit schnitzen kann. Aber eigentlich geht es bei dem Messer um ein bisschen mehr. Es ist ein Allround-Messer. Das heißt, dass es auch Hackarbeiten umsetzen soll. Ich bin hier im Bushcraft-Areal, das heißt, ich habe hier die Erlaubnis, das zu tun. Und wenn du unser Gast bist hier auf waldurlaub.at, dann darfst du das natürlich auch. Aber geh nicht in irgendeinen Wald und mach irgendwas kaputt und hack irgendwas um. Das ist klar, aber du hast jetzt gesehen, dass bei dieser Esche, ja, es ist eine Esche, das ist frisch, das haben die Holzfäller vor kurzem hier umkaut, das ist alles überhaupt kein Problem. Also das macht wirklich Spaß. Also es ist so ein richtiges Waldmesser und Armee-Überlebensmesser, was einfach alles mitmacht. Und ich meine, manchmal ist es halt notwendig, speziell wenn man im Wald lebt eine Zeit lang oder überlebt, ich weiß nicht, was ist der Unterschied, aber egal. Da muss man halt manchmal was umhacken oder was aufbrechen. Ja? Und ich weiß nicht, ob es wahr ist, ich habe es eben nur gelesen, ich weiß es nicht, ob es wahr ist, dass das ein Armee-Überlebensmesser ist. Auch bei der schwedischen Armee, und wir müssen vielleicht irgendeine Kiste, eine Munitionskiste aufmachen oder sowas. Und deswegen ist darauf geschaut worden, dass es massiv robust ist und auch relativ dick ist. Also das ist ein richtig schönes Brecheisen, mit dem man aber, wie du gesehen hast, gut schnitzen kann. Aber diese breite Klinge hat einen weiteren Vorteil. Du hast es ja wahrscheinlich schon geahnt, es ist beim Holzspalten. Ich habe mir jetzt hier einen Buchenscheit genommen mit einem schönen Ast drin, also wirklich so ein richtig unfreundliches Ding. Und beim Spalten ist es ja so, dass der ballige Angriff, aber natürlich viel mehr, der fette Klingenrücken so richtig schön das Holz aufmacht, ja, macht das richtig schön auf, und das ist natürlich Hammer bei diesem Messer. Da. Und das Schöne ist, dass das A1 macht das auch mit. Das Problem ist halt jetzt bei diesem Thermoran,
ich mache es jetzt trotzdem. Wenn man hier hinten hinklopft, wenn sich das Messer verkantet hat, das ist halt nicht gut für das Thermoran. Das ist halt der Nachteil. Und da sind andere Materialien viel netter. Ich höre schon knacksen. Mit einem anderen, dünneren Messer wäre ich wahrscheinlich gar nicht so weit kommen. So. Hab's auch nicht ideal angesetzt. Ich schlimmer Wasser, Rater. Jetzt. Schau, wie das schön aufgeht. Aber jetzt ist eh aus. Jetzt stehe ich da bei dem Ast an. Jetzt ist es vorbei. Also, grausliches Stückchen Holz. Aber es macht das mit. Und genau da liegt der Vorteil von diesem breiten Klingenrücken. Gut, dann wollen wir mal Locken machen. Und da kann ich gleich dazu sagen, es gibt natürlich Messer, die das besser können als das A1. Aber es ist okay. Ja? Dafür, dass ich das bei einem Buchenscheitel mache, ist das jetzt nicht so schlecht. Aber es gibt Messer, die das natürlich viel, viel besser können. Aber ja, so ist das halt. So, machen wir gleich noch einmal. Ich habe jetzt auch keine scharfe Kante mehr, also die werden jetzt alle so breit, das gefällt mir gar nicht. Gehen wir zu den anderen, den nächsten. Müssen nämlich auch feine Locken dabei sein. Und sie brechen ab bei dem. Liegt wahrscheinlich am Messer und am Reini und am Stück Holz. Na, bin gespannt, probieren wir das einmal. Die Unterlage ist leider auch sehr feucht, das ist nicht optimal. Passt, gut. So. Der letzte Feuerstahl deines Lebens. Natürlich, wenn du den erwerben willst bei mir im Shop, gebe ich da unten den Link. Das hier ein Werbevideo ist natürlich. Ich hoffe, das ist dir klar. Ja, irgendwie. Ah, brennt schon. So. Dann schön nach hoch aufbauen. Dann brennt die Sache an. Und wie gesagt, wenn ich wirklich ein Feuer hätte machen müssen, dann hätte ich natürlich jetzt noch mehr Material gemacht, aber. Es ging ja nur darum zu zeigen, was das A1 alles kann. Ja, was ist mein Fazit? Ich meine, mit dem A1, wenn du nur ein einziges Messer dir kaufen willst und dich das Design anspricht und der Preis nicht abschreckt, dann ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich habe hier eine Kydex-Scheide, die haben wir dazu gekauft. Nicht selbst gemacht, sondern dazu gekauft. Und das hat natürlich Vorteile, aber auch der Thermoran hat Nachteile. Und zwar hier, ja, hier. Bei dem Pariersteg, bei der Sicherheitsmaßnahme, da reibt sich das durch dieses Kydex mit der Zeit ab und das wird halt hässlich. Da mir das aber wurscht ist, weil das ein Arbeitsmesser ist, sehr kopflastig, kann man schön hinten nehmen, kann man richtig schön arbeiten damit. Ein tolles Teil. Würde ich es mir wieder kaufen? Ja, auf jeden Fall. Würde ich mir die Pro-Serie kaufen? Nö, sicher nicht. Aufgrund Preis-Leistung. Aber das liegt immer im Auge des Betrachters. Mir reicht das normale A1 und ich bin mit dem sehr, sehr, sehr zufrieden. Und daher die Frage beantwortet, ob das ein Messer ist, was taugt. Ein letztes Wort noch zu Fehlniven. Die Preispolitik von Fehlniven, ich war ja früher Fehlniven-Händler, habe aber damit aufgehört, mit der kann ich halt persönlich nicht mehr so mit. Einerseits steigen die Preise immer wieder an, auf der anderen Seite sinken die Möglichkeiten für den Händler immer mehr. Außer du bist Großhändler sozusagen bei Fehlniven, dann ist das vielleicht anders, aber es ist keine Suderei oder so, oder kein Beschweren oder Jammern, überhaupt nicht, das ist so. Sie gehen halt massiv in den amerikanischen Markt und pfeifen daher teilweise auf Europa, aber das ist jetzt nicht negativ auf das Messer bezogen, sondern das ist halt bei denen so und mit dem muss man leben. Und daher biete ich sie nicht mehr an, weil mich ja viele Leute gefragt haben, Reine, du bist ja so ein Fehlniven-Fan und bin ich auch. Warum hast du denn nicht mehr im Shop? Bist du von denen nicht mehr überzeugt? Nein, überhaupt nicht. Ich finde die einfach toll. Und nur ich selber, das macht für uns keinen Sinn mehr, die zu verkaufen. Weil wenn du auf Amazon gehst, und natürlich ist das ja ein Werbevideo, habe ich schon mehrfach gesagt, gib unten den Link auf Amazon, kriegst du die zu einem wirklich guten Preis, den ich einfach nicht machen kann. Weil es nicht geht. Geht sie einfach nicht aus. Das ist der Hintergrund. A1 Rock. Schreib mir unten einen Kommentar, was du von dem Messer hältst, ob du es hast, was du von Fehlniven allgemein hältst. Würde mich sehr gefreuen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo bei anderen Videos, Link zu den Produkten unten. Bis bald. Ciao.